wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist Montag, der, weiß ich gar nicht genau, 22., 23. Ich bin noch leer, beziehungsweise solo. Ich habe keine Tieflader dran, ich lade jetzt diesen Bagger. Ja. Zu dem Kollegen, der das Fahrzeug hier so abgestellt hat, sage ich jetzt nichts. Ja, da ist jedes Wort zu viel. Hat aber auch ein Talent, seine Karre immer in den Weg zu stellen. Egal. Ich sattel jetzt auf, ich hänge den Dreiechse drauf. Wie gesagt, der 350er Hitachi, der geht dann hoch nach Sembach auf unseren Lagerplatz. Jo, machen wir mal schnell und dann gucken, was es danach gibt. Wie man sieht, das ist alles weiß bei uns. Ich habe wenig Hoffnung, dass ich heute viel zu fahren habe. Richtig. Schauen wir mal. Halt erstmal in meine Halle. Bumm. Ah, DJ Wurstfinger. Als erstmal meine Halle hängende Dreiechse drauf und dann laden wir mal. Ich werde diesen vermaledeiten Husten nicht los, den habe ich jetzt schon, es fing Ende letzten Jahres, fing das schon an und ich habe die Rotze immer noch, es ist einfach. Einfach bescheiden.
zu. Laden ist er. Aber er hat. Dann mal hoch nach Sembach. So, ab in Sembach leer, bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Sattel um. Ja, wenn ich es heute Morgen gewusst hätte, hätte ich gleich den Vierachser drauf gesattelt. Auf jeden Fall mache ich das jetzt. Dann lade ich einen R934. Und der geht raus nach Bickenbach. In Bickenbach steht ein R936. Den nehme ich mit. Der geht nach Rockenhausen auf unseren Lagerplatz. Ich glaube, dann ist der Tag auch heute ziemlich gelaufen. Der Schnee geht auch langsam weg. Ist das noch so ein richtiges Zuhause-Bleibwetter, oder? Zu Hause auf der Couch liegen, der Holzofen an, eine schöne Filmgucke, die Schnecke im Arm und einfach nichts machen. So ein Wetter ist das. Ab und zu mal mit der Höhle rausgehen. So ein Wetter wird das, ja. Neuen Zugmaschinen, die letzte Woche im Hof standen, die sind, glaube ich, schon im Einsatz heute. Wobei das hier vorne könnte ein neuer Zug sein. Der hier hinterm 94 steht, ich glaube, der könnte neu sein, ja.
So. Ja, das mal rein in die Halle. Boah, das sieht neu aus. Den nehme ich mir gerade. Gebe diese Mühle ab, fahr Kippe und hab die schönste Zeit meines Lebens. Nur gewaschen, der ist neu, der ist nickelnagelneu. So, umgesattelt hatte. Das Bordgerät ist auch umgestellt. Ach, die Luft fehlt noch. Nicht beim LKW, sondern bei mir. So, gucken, wo das Monster steht. Kann eigentlich nur der zweite. Von rechts sein. Rechts steht ein neuerer 350er Hitachi. Der ist wieder hier im Sapsch, ne? Fahrer. Stell mich dann da oben quer hin. Hier durch. Jupp. So, der zweite Bagger ist das, genau. Kein Löffel dran, super. Wieder rüberfahren, noch einen Löffel holen. Katastrophe. Hier der zweite.
So. Oh, Katastrophe. Ich hab noch schnell den Schnee vom Bagger gekehrt. Weil die liegen ja alle voll mit 15, 20 cm Schnee. Ich habe nicht alles unten. Aber da, wo ich gut dran gekommen bin, das ist alles weg. So, fahren wir nach Bickenbach. Haben wir 12 Uhr. Schauen wir mal. Wird gegen 13.30 Uhr da sein. Die Kollegen mal anrufen schnell. Bis gleich. Ich nehme es gleich vorne weg. Ich werde die Kamera im Fahrzeug lassen. Da vorne, wo der Kran steht, muss ich hin. Ich könnte da ohne Probleme reinfahren. Das sah für mich nicht so aus. Das sah für mich nicht so aus. Das Ganze jetzt nochmal. Dann sehen wir es ja. Nicht lang rum. Sollte klappen. Reicht nicht. Ich bleib so stehen. Ich bleib so stehen. Ansonsten geht's nicht. Ja? Alles gut. So. Bagger getauscht. Es ist einfach ohne Jacke, wird es dir kalt. Ich
sorry. Und mit Jacke schwitzt du dir Wolf. Und mit Jacke schwitzt du dir Wolf. Das war Wahnsinn. So. Die Fahrzeit 2 Stunden 25, das ist gut. Komme ich noch nach Rockerhause. Nerven. Wenn der Winkel, okay. Mach ich. So. Kurz nach 16 Uhr vermute ich sein.
und ja, abladen.